Willkommen zurück zu Hearthstone und dem neuen Expansion Set Knights of the Frozen Throne. Wir haben hier seit längerer Zeit mal wieder ein Video, bei dem wir auch ernsthaft Gameplay zeigen werden. In der Vergangenheit sind wir eigentlich nur hingegangen und haben uns die neuen Karten angeguckt und ich habe euch meine Meinung diesbezüglich präsentiert. Und der Grund ist relativ simpel. In der Vergangenheit sind wir hingegangen, hatten regelmäßig die Tavern Brawl Videos gehabt und diese habe ich eingestellt, einfach weil die Tavern Brawls vollkommen uninteressant geworden sind. Wir hatten zum Beispiel die letzten Wochen eine Sache mit Ragnaros und irgendeinem anderen Kollegen, der mir so überhaupt nichts sagt, die dann irgendwie so gegeneinander gekämpft hatten. Da hatten die dann spezielle Tavern Brawls, aber auch die waren wirklich nicht interessant. Und dann die andere Richtung, Online-Ranking ist sowas von langweilig. Es ist einfach nur extrem viel Zeit, dass man investieren muss und in den meisten Fällen auch Geld. Entweder, dass man wirklich konstant mit einem Deck einfach spielt, bis man hoffentlich irgendwo gut landet, was auch dann eigentlich keine ernsthaften Belohnungen mit sich bringt. Und andererseits, es ist ein Trading-Card-Game, das heißt, da sind Pay-to-Win-Elemente, man soll neue Karten kaufen und ich bin persönlich einfach nicht bereit, Geld zu investieren und einfach darauf zu hoffen, irgendwelche Karten zu bekommen und dann im Endeffekt nur Meta-Decks spielen zu können, die alle stinklangweilig sind. Und das spricht mich alles einfach so überhaupt nicht an. Und als sie dann angekündigt haben, dass sie ihren Update-Zyklus anpassen, also 3 Sets pro Jahr wollen sie rausbringen, und dann hatten sie angekündigt, dass auch keine Adventures mehr kommen sollen. Und Adventures waren dieses andere Element, was mich persönlich einfach sehr angesprochen hatte. Jedoch, jetzt mit diesem neuen Expansion-Set haben sie ebenfalls kostenlose Solo-Missionen angekündigt. Und die sollen über die nächsten Wochen laufen. Und ich würde sagen, die gucken wir uns an. Aber bevor wir starten, wir haben 3 Packs von diesem neuen Set bekommen. Und zwar wirklich kostenlos. Ihr habt gesehen, ich habe 80 Gold. Das meiste Gold, was ich bekommen habe, über diese Monate, seitdem ich nicht mehr gespielt hatte, hatte ich einfach für irgendwelche anderen Sachen investiert und hatte, glaube ich, eine dieser legendären Quests bekommen. Also nicht wirklich, was man ernsthaft hätte verpassen können. Und allgemein, wie gesagt, mein Interesse ist nicht da. Ich spiele hier und da mal so ein paar Solo-Sachen, aber wirklich Gold sammeln habe ich mich einfach nicht drauf konzentriert. Und dementsprechend nur diese 3, die man kostenlos bekommt. Beziehungsweise, da gehe ich später noch drauf ein, man kann auch auf weitere kommen, aber auch die habe ich aktuell noch nicht gemacht. So, gucken wir mal, was wir hier so Feines bekommen können. Wir haben als allererstes ein Box-Standard mit Nash, Venomancer, Playdead, den Chillblade Champion und die Rare-Karte Howling Commander. Ich denke, Chillblade Champion ist in Ordnung, Playdead ist nicht gut, Venomancer ist interessant, aber meines Erachtens auch nicht so wichtig. Und Nash ist meines Erachtens nicht gut und Howling Commander, wenn man Divine Shields wirklich in seinem Deck hat, könnte es interessant sein. Aber auch hier darf man nicht vergessen, 2-2 für 3 ist nicht unbedingt perfekt. Wir haben weiterhin ein Box-Standard-Pack mit Night Howler, Acolyte of Agony, meines Erachtens gar nicht so schlecht. Takes Damage Gain plus 2 Attack, meines Erachtens nicht so interessant. Auch diese Karte in gewissen Maßen könnte es interessant sein, aber auch meines Erachtens nicht wirklich. Und Avalanche, dadurch, dass es halt Schaman auf einmal auf Freeze geht, ist es vielleicht eine interessante Karte. Ja, und zu guter Letzt wäre schön gewesen, irgendwas Interessantes zu bekommen. Aber auch hier haben sie ja vorgehoben, ich glaube, dass man alle 20, alle 40 Karten nur eine interessante legendäre Karte bekommt. Und wer so ein bisschen die Preise vor Augen hat, weiß, dass das nicht wirklich angenehm ist, weil man einfach ultra viel Geld investieren muss, nur um halbwegs gescheite Karten zu bekommen. Und wie gesagt, das ist einfach nicht was für mich. Nochmal die Karte, Ratchet Thiller, wenn der halt ein bisschen machen darf, interessant. Das sind hier nochmal diese 1-1 dazu zu bekommen. Das ist also 4-6 für 4 in der Theorie. Der Official Opponent's Turn, genau diese neue Death Rattle-Variante. Meines Erachtens funktioniert das nicht so gut wie die anderen Karten, einfach weil er von der Angriffskraft nicht so gefährlich ist. Und eine weitere oder neue Möglichkeit für den Priest, Minions wiederzubeleben. Ja, und ich wollte ganz bewusst jetzt hier diese Packs öffnen, einerseits weil ich sie hatte, aber auch andererseits weil ich wirklich erhofft hatte, dass wenn wir jetzt hier in diese Solo-Adventures gehen, dass vielleicht wir Karten bekommen, die uns nochmal aushelfen könnten. Aber zumindest bisher scheint das nicht der Fall zu sein. So, The Frozen Throne. Ice Crown, come for the terrible power. Stay, because you're dead. Oh, from atop the frozen spire of Icecrown, the frigid hand of the Lich King guides an unstoppable army of undead. Join the campaign to put an end to his reign and earn a few card packs as a reward. Und das ist natürlich meines Erachtens wirklich cool, dass sie da hingegangen sind und sogar relativ viele Belohnungen entgegenwerfen. Gerade für jemanden, der dann wirklich
mehr oder weniger Free-to-Play dieses ganze spielt und auch so, wie gesagt, von diesen Adventures, die ich damals gekauft habe, ist es sehr, sehr angenehm. Gucken wir mal, was jetzt hier vor uns ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Das heißt, wir müssen vielleicht so ein bisschen an unseren Decks arbeiten oder welche erstmal erstellen. Okay, also wir sehen zum Beispiel, wir haben Prologue, gefolgt von Finish the Prologue und dann das nächste, was erst ab der zweiten Woche freigeschalten wird. Also vielleicht kommen wir hier mindestens auf zwei Kämpfe und wir sehen, wir bekommen hier eine legendäre Karte. Und der Witz ist, dass man, glaube ich, eine legendäre Death Knight Karte bekommt. Ich weiß nicht, ob das die Death Knight Karten sind, die in unserem Review zum Beispiel damals in dieser einen großen Übersicht waren, oder ob das wirklich diese Hero Class Karten sind. Müssen wir einfach mal gucken. Disenchant you for arcane dust. Jaina versus the Lich King! You asked for it. Choose your cards carefully. You have been dealt your last. Ja, vor allem wichtig auch anzumerken ist, dass wir Karten vorgeschrieben bekommen haben. Wir konnten kein Deck, kein Hero auswählen und dementsprechend, oh boy, bin ich mal gespannt, was jetzt hier auf uns zukommen wird. Das ist ein Deck, das sehr, sehr viel Großzeug dabei hat. Und my cards are so good. Tja, meine wiederum nicht, weil ich nur Großzeug. Okay, Tyrion in drei Runden. Okay, I call bullshit. This isn't even my aggressive deck. We're almost there. How are things going? Good? Ja, natürlich hier. Interessant wirklich zu sehen, Karten, die komplett neues Framing haben. Wenn man gerade wirklich sich so die alten anguckt, das sind wirklich Death Knight Karten. Und viele Leute haben sich natürlich immer so ein bisschen gewünscht, dass Death Knights oder vielleicht auch Monks und logischerweise die neuen Demon Hunters irgendwann ebenfalls hinzugefügt werden würden. Your ranking will suffer. Hold fast, champion! Have faith that Providence will deliver in your time of need. Are you serious right now? You too will serve. Okay, also wir haben hier das super lustige Meme-Deck bekommen, wo der Magna Rager wirklich die Karte ist, die wir jetzt am Ende bekommen. Also ich denke mal, wirklich alle Karten, die wir jetzt hier gerade bekommen, sind vorbestimmt gewesen. Auf jeden Fall. End your turn, so that I can end you. Job's done. Auf jeden Fall diese drei neuen Klassen, die in World of Warcraft hinzugefügt worden sind, wären natürlich schön hier auch in dem Spiel zu sehen. Nur das Balancing für neun Klassen ist für Blizzard schon eine Herausforderung, logischerweise für jeden anderen Entwickler logischerweise ebenfalls. Und dementsprechend diese drei Klassen zu bekommen, wenn mit den neuen schon halt das eine ganze Herausforderung ist, ist vielleicht nachvollziehbar, dass es nicht kommen wird. Dementsprechend ist eine interessante Idee, das so umzusetzen. Champion, we're just about ready to... What? What is this? What have you become? Now, champion, clear this worthless trash from my doorstep. I hear the whispers of the dead.
Das ist natürlich ein doch sehr, sehr cooler Turnaround. Eine sehr coole Idee, wie man das Ganze angegangen ist. Und Centurion Fortring, not so legendary. So, ich war auch hier davon aus, dass wir so ein bisschen die Karten entgegengeworfen bekommen. Dementsprechend starten wir aber mal ganz simpel und beschwören zwei weitere Jainas. Wait, what now? Deals no damage while attacking. Okay, also nur wenn ich ihn angreife, würde ich das Ganze bekommen. So, hier haben wir eine Death Knight Karte. Obliterate the Destroyer Minion. Your hero takes damage equal to its health. Also falls wir irgendwas unbedingt entfernen müssten oder wollten, dann wäre hier eine Möglichkeit. Deal one damage if this kills a minion, summon a water elemental. Das ist tatsächlich die neue Hero Power, wenn man die Hero Class Card von Jaina spielen würde. So, meine Frage ist, gibt es jetzt hier irgendwas, was clever wäre? Am liebsten wäre natürlich, wenn wir den auf 1 reduzieren könnten. Deal 2 Damage wäre angenehm, aber ich habe das Gefühl, dass wir das vielleicht für jetzt erstmal noch nicht machen sollten. Terrible Tank. Okay, also das fühlt sich natürlich jetzt hier schon leicht mimisch sich an. Okay, dann werden wir ganz kurz... Oh, Deal 2 Damage to a Random. Okay, dann sollten wir das natürlich auch in der richtigen Reihenfolge spielen. Damit wir den Kollegen da schön festhalten. Und er sich nicht so diesbezüglich wehren kann. Whenever this minion attacks, add a coin to your hand. Ja, das wird wohl nicht passieren. AFK. Can't attack. Okay, dann sollten wir trotzdem gucken, dass sie vielleicht keinen Taunt bekommt. Once in Prince Valanar. If your deck has no 4-cost cards, gain lifesteal and taunt. Interessant, aber wir wollen lieber diese Karte logischerweise spielen. Um sicherzustellen, dass wir auch hier wieder einen neuen Minion bekommen. Yep. Give your minions +2/+2 and can't be targeted by... What? Stay your hand. Ich glaube, der Bubble hast gerade. Your will is your own. Turn against the Lich King's call. We must resist. Oh, holy shit, your fate is sealed. Turn your newfound power against the Lich King or your ranked opponents. Und ich habe meines Erachtens einen der mit besten Hero Death Knights bekommen. Und zwar Thrall the Deathseer. Battlecry, transform your minions into random ones that cost, that cost 2 more. Und die Hero Power ist, dass man einzelne Minions für 2 Mana nochmal +1 kriegen kann. Also nochmal um einen erhöhen kann von den Kosten. Das ist meines Erachtens eine richtig coole Karte. Und schön zu sehen, dass wir diese auch rein zufällig gleich so bekommen haben. Oha, das sind dann doch... Beware, the Lich King's minions may be more difficult than previous foes. No shit. Ice Crown Citadel. A collection of my most hideous minions. Crafted not with dust, but with hate. Man, ich möchte auch mit Hate meine Minions craften können. Dann könnte ich nämlich vermutlich alle bekommen. I built this hideous bone amalgamation from the grisly remains of my duplicate cards. Lord Marogar, defeat the gatekeeper of Icecrown to begin your vengeance. Zero.
Restore your hero to full health. What? Ich glaube, dafür müssten wir vielleicht ein Deck craften. Ich meine, am liebsten würde ich natürlich mit irgendwas etwas es versuchen. Aber... lass mich mal gucken. Und aus irgendeinem Grund ist das Spiel heute richtig langsam. Könnte daran liegen, dass scheinbar Blizzard so ein bisschen angegriffen wird, wieder von irgendwelchen Trolls. Dementsprechend dauert das alles so ein Ticken länger. Könnte daran liegen. Okay, auf jeden Fall, wie man auch hier zum Beispiel sieht. Ich habe seit längerer Zeit nicht mehr ernsthaft gespielt. Dementsprechend, ich habe 3 Decks, die ernsthaft noch in Standard nutzbar sind. Alles andere ist halt schon abgelaufen, wenn man es so nennen darf. So, auf jeden Fall, meine Idee wäre vielleicht, einen Priest zu machen. Und zwar hier dann doch relativ simpel. Meine Frage ist nur, ob ich diese Karte überhaupt habe. Beziehungsweise kann man mit Adventures das Ganze in Wild nutzen? Soul Priest. Ich habe eine Soul Priest Karte. Genau, einfach darauf hoffen, dass der Vollidiot sich zu voll versucht zu heilen. Und dementsprechend drauf geht. Dann gucken wir mal ganz kurz Restore Health, ob wir da noch vielleicht eine weitere Karte... Nee, haben wir nicht. Und da sieht man dann halt, wie gesagt, so ein bisschen das Problem. So schön es wäre, oh ja, es gibt ja mehrere Karten, die sowas machen könnten. Wenn man sie nicht hat, dann hilft mir das auch alles nicht wirklich weiter. Klar, man könnte sie craften, aber warum sollte ich einen zweiten Arcanine Soul Priest craften, wenn, genau, der jetzt mir nur für diese eine kurze Situation ernsthaft helfen kann. Okay, lassen wir uns mal ganz kurz hier ein Deck zusammenbasteln. Ich denke, wir gehen relativ simpel mit so einem Inner Fire und Divine Spirit Combo Deck. Werden so ein bisschen versuchen, diesbezüglich dort was aufzubauen. Potion of Madness, meine ich, ist relativ gern in solchen Decks zu, oder allgemeinen Decks zu finden. Power Word Shield ist ganz nett. Wir nehmen das noch dazu. Diese Karte ist in Ordnung. Ich glaube, mittlerweile nimmt man nur noch ein Pain, um sich das Ganze so ein bisschen zu sparen. Schrinkmeister wäre vielleicht die Überlegung wert, gerade in dieser Kombination. Da habe ich auch noch eine Karte von. Wow. Acolyte of Agony könnte man überlegen, oder man könnte sich auch sparen. Gehen auf jeden Fall 2 Deaths mit. Wir könnten überlegen, Swordsteel zu nutzen. Aber das ist wieder die Frage, wie diese Decks funktionieren. Denn es sind ja nicht diese Decks, wie man sie kennt. Möglicherweise würde ich ganz gerne eigentlich gucken, dass wir nicht nur unendlich viele Priesterkarten nehmen. Das fällt mir nämlich auch ein bisschen zu häufig auf. Oder passiert mir einfach zu häufig, sagen wir es so. So war der Unterschied zwischen Potion of Madness. Achso, mit 2 oder weniger. Und hier haben wir 3 oder weniger. Interessant, dass diese Karte so einen großen Unterschied wiederum macht. Ernsthaft, das ist nur 2 gegen 3 und das kostet 3 mehr. What? Ich meine, klar, es hat eine Ecke gefährlicher. So ist es nicht, aber überraschend wiederum. Balance Chosen ist eigentlich immer relativ gut als Idee. Holy Nova wäre interessant. Mein Excavated Evil, you know, warum man nicht in der Hinsicht nehmen. Könnte auch überlegen, ob man die Karte gleich nimmt in Kombination mit dem kleinen Giftzwerg hier, dem Schrinkmeister. Dann sollte man eigentlich Entomb dabei haben, 2-mal. Und eigentlich ein Free vom Ember. Okay, jetzt haben wir noch 6 Karten, die wir irgendwie anderswertig füllen sollten. Wir bräuchten ein paar 4er-Minion. Und ich überlege aber vielleicht nicht von den 3ern so mindestens versuchen, an sowas wie ein Tarcreeper oder ähnliches ranzugehen. Damit wir... ich liebe es, wenn ich nach Karten suche und die mir so nicht angezeigt werden. Um so ein bisschen nochmal an Torn zu kommen, so ein bisschen Schutz zu haben. Dann wir trotzdem noch gucken, irgendwelche 4er-Minions zu kriegen. Und dann sollten wir so ein grundlegendes Deck hoffentlich erstmal haben. Könnte aber wirklich darauf hinauslaufen, dass ich einfach irgendwelche Chillwind Yetis nehmen darf. Ich weiß, es gibt halt viele andere Decks, die man da nehmen kann, wo man versucht, hey, man versucht die irgendwie hochzustapeln und dann zu silencen. Also genau diese ganzen Viecher, die super viel Health haben und selbst nicht angreifen könnten zum Beispiel. Aber diese Decks finde ich immer relativ umständlich zu spielen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da seht ihr dann auch logischerweise, dass ich so ein bisschen nicht mehr wirklich in diesem Element überhaupt drin bin. Entsprechend, normalerweise müsste man hier ganz klar diese hier nehmen. Und die Frage, sollten wir noch irgendwas anderes mitnehmen? Gibt es noch irgendwelche 5er-Minions, die sich lohnen würden, um diese letzten beiden Karten aufzufüllen? Man könnte so die grundlegende, sowas wie Stalag und Fugen oder ähnliches nehmen, um zu hoffen, da irgendwie eine Kombination hinzubekommen. Oder man versucht irgendwie mit dem Faceless Manipulator irgendwas zu klauen.
Oder man nimmt ganz klar sowas wie Lothep oder Prince Marchesa ganz bewusst, einfach um zu hoffen, irgendwelche legendären Karten zu bekommen, die funktionieren. Ich gucke einfach mal, ob das so funktioniert. Tyrande versus Lord Marogar. Elune, give me strength. None may enter the Master's Sanctum. Probieren wir es mit dem Museum Creator, okay. Wir haben wenigstens so ein bisschen was für den Anfang. Und hoffen einfach mal, dass die Sachen, die jetzt hier gerade hinzugefügt worden sind, mir irgendwie aushelfen können. Oh boy. Natürlich auch hier wieder schön zu sehen. Von Anfang an eine Karte zu spielen, die bösartig stark. Ja, ich muss eigentlich jetzt hier gucken, dass ich eher hingehe, versuche die noch ein bisschen am Leben zu halten, schönen HP Karten zu ziehen. Mit der Hoffnung, dass ich dann irgendwie genug habe. Okay, das ist leicht dämlich, aber gut. Ja, wir brauchen eigentlich nur die Möglichkeit, einen von den Kollegen, also den Kollegen zu bekommen, der Heilung in Schaden umwandelt. Und dann müssten wir es eigentlich schon gewonnen haben. Okay, ich kann heilen. Gucken wir erstmal ganz kurz. Ich meine, okay, das wäre eine schöne Kombination, aber eine witzfreie Kombination. Und die Frage ist jetzt natürlich, lohnt es sich das ernsthaft zu buffen, weil der wird definitiv da reinrennen. Am liebsten würde ich die Karte behalten, aber es lohnt sich nicht, denn okay. Also mein Problem ist ganz klar, dass ich am Anfang vielleicht zu wenig Karten habe, mit denen ich ernsthaft was anfangen kann. Ah, 3-3. Oh boy. Mit ein bisschen Glück rennt er den da vielleicht rein. Oder soll ich lieber gucken, weißt du was, ich denke, ich spiele lieber so. Spiel so und haut die Karte hinterher, warum nicht. Um so ein paar Minions zu haben, vielleicht ist er ja so clever und rennt den irgendwie da rein. Okay, also das hat er jetzt zum Beispiel hier so gelassen. Natürlich angenehm für uns, einerseits. Meine Frage ist, lohnt sich das jetzt hier 1-1 Minions zu spielen, die dann halt plus 2 bekommen? Eigentlich sollte man lieber gucken. Wäre eine 3-5. Das heißt, der würde den trotzdem umnieten. Und das ist alles nicht so richtig. Ich denke, wir gehen einfach hier. Wir haben eine Karte, die ein bisschen stärker ist. Und was wäre mein Traumszenario? Traumszenario wäre, den treffen oder einen von denen umzuhauen und die Hoffnung zu haben, dass wir ihn mit umnieten. Ich denke, die Chance, ihn umzuhauen mit dieser extra Death Rattle-Funktion ist, glaube ich, nicht gegeben. Dementsprechend, ich denke, ich nehme erstmal den hier lieber. Er ist die Möglichkeit für uns, vom Death Charger 3 HP an Schaden anzurichten. Ich denke, da sollten wir vielleicht gucken, dass wir den ganz bewusst am Leben lassen und uns lieber hier diese Extra-Karte ziehen. Ja, ist mir auch recht. Divine. Oh boy. Divine Shield und Spell Damage. Oh boy. Okay, das ist natürlich angenehm. Zumindest so einen gewissen Grad, dass der hier stark genug ist. Und wir sollten Darf ich mir erlauben, clever zu sein in der Logik? Oder ist es zu dumm? Denn ideal wäre natürlich logischerweise, den zu krallen, um dann die Karte für uns zu bekommen. Dann sollte man aber trotzdem vielleicht sich überlegen, wäre es nicht cleverer, ihn einfach so sicherheitshalber zu entfernen? Was machen wir mit dem dann? Ich meine, dann können wir logischerweise auch so schräg reinrennen und angreifen. Was haben wir dann aber noch? Wir haben noch drei weitere. Lass uns das mal lieber so machen. Dann gehen wir nämlich jetzt hin. Machen das so. Und so. Haben wir jetzt nämlich nochmal eine Karte gezogen. Und wir haben immer noch die Chance. Jetzt wäre ein Schrinkmeister aber auch ideal. Dann würde ich nämlich lieber den Kollegen daneben nehmen.
Natürlich die ideale Karte, um das Divine Shield zu entfernen. Das ist alles schön, aber nicht hilfreich. Was wäre jetzt das Cleverste? Ich denke, das Cleverste wäre jetzt tatsächlich einfach hinzugehen, Entombed zu spielen, um sicherzustellen, dass der weg ist. Dann hauen wir den da rein. Dann hätten wir noch ein Mana übrig. Und dann denke ich, werden wir tatsächlich hier den Cleric spielen, mit der Hoffnung. Oder sollte ich den aufheben? Lass uns mal den aufheben, denn dieser Charm ist nicht so wichtig. Aber wir machen es trotzdem mal so. Wir haben nämlich immer noch die Möglichkeit, mit Valence Chosen erneut einen Boni zu bekommen. Okay, ich hoffe mal, dass aber wirklich auch hier die Limitierung von 2 pro weiterhin gegeben ist. Oh, hey, hi. Wie passend, dass ich die Karte habe. Sehr gut. Machen wir das so. Und ich denke, wir sind clever high in ihn. Sehr schön. Und machen sie nochmal so einen Ticken stärker. Thank you. Hey, you wanna buy a funnel cake? Ja, meine große Frage ist jetzt natürlich trotzdem weiterhin. Das war das dritte Mal. Glaube ich. Okay, die Karte richtet aktuell 2 Schaden an. Verdammt, ja, stimmt, weil ich den nicht mehr habe. Ich würde ganz gerne alle meine Minions behalten, wenn es geht. Dementsprechend sollten wir trotzdem überlegen, ihm das wiederum zu geben. Oh shit, wir werden extrem viele Karten ziehen. Ja, okay, müssen wir ganz kurz damit leben. Und ich werde ihn jetzt hier verabschieden. So, die Idee ist jetzt logischerweise... überlegen, ob wir dann halt auf die... Oh, shit. Is it now? Denke, das Spiel mal anders. Und zwar... einer von denen muss leider zerstört werden, aber den anderen werden wir uns krallen, um sicherzustellen, dass wir dem Schaden anrichten. Und zwar sollten wir uns den hier wirklich holen. Wir haben zwar leider nur einen von denen. Und meine Überlegung ist... wir sollten definitiv mit der Combo hier Divine Spirit und Inner Fire noch ein bisschen warten. Ich denke, das ist relativ klar. Wir sollten hin... ich meine, wir haben unseren Nutzen mit dem Shrinkmeister im Endeffekt weggeworfen. Das ist aber in Ordnung, denn wir könnten theoretisch den halt schwächen, damit er es überlebt. Ich denke, das ist die Überlegung. Die Frage ist, was machen wir dann? Wir haben ja noch 2 Mana. Das heißt, wir sollten dann den Kollegen nochmal heilen, damit wir sicherstellen können, ja, dass er definitiv die AP hat, damit wir das in der nächsten Runde umsetzen können. Bla 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 bla. Wunderbar. I must craft a new bone amalgamation. Maybe a golden one. So, jetzt stehen wir nicht verschwinden. My first legendary minion. I built this whole adventure around him. Oh damn, Deathbringer Sawfang. Doesn't this night place for keeps? Better bring a weapon.
Can only take damage from weapons. Okay, ich habe keine ernsthaften Warrior Decks. Meine. Ernsthaft, das ist ja dann wirklich super aggressive Warrior, dass wir hier spielen dürfen. Das ist natürlich interessant. Okay, dann werden wir mal gucken, welches Deck wir jetzt hier löschen. Vielleicht löschen wir ganz einfach das, was wir gerade hatten. Denn genommen 18 Deckslots sind weiterhin die Limitierung. Aus irgendeinem Grund. Obwohl man natürlich überlegen kann, ob man hier irgendwelche von denen... Oh, was ist das? Machen wir es einfach. Scheiß drauf. Und wir gehen hin. Warrior. Ich denke, das ist das Naheliegendste. Gucken wir mal. Weapons. Da müssten wir eigentlich schon mit der Karte anfangen. Das ist natürlich eigentlich... Man müsste eigentlich fast einen Pirate Warrior bauen. Lustigerweise, ich habe keine Pirate Warrior Karten. Oh, wow. Aber so ein paar habe ich. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, halt nur wegen so ein paar sowas zu machen. I don't know. Aber halt so ein paar... Und da darf man nicht vergessen. Wild, bitte. Wenn wir so ein paar Karten auch bekommen, die wir... Ja, Cursed Blade unbedingt, klar. Das vor allem das Üble ist ja, man darf halt nicht vergessen, man muss ja trotzdem andere Sachen ja ebenfalls in sein Deck tun. Einfach um diesbezüglich auch vorbereitet zu sein. Slam ist eigentlich wichtig. Bash ist wichtig. Ja, jetzt muss man natürlich hier die... Oh, nice. Das Balancing halt einfach finden, wie viele Waffen darf man haben und was ist das andere Zeug, was man in sein Deck tun muss, damit man so ein bisschen überlebt. Dementsprechend lassen wir einfach erstmal so ursprünglich gucken, was man hier machen kann. Okay, du kommst nicht in mein Deck. Dann haben wir 20 Karten. 20 Karten, die rein auf Waffen mehr oder weniger spezialisiert sind. Da ist die Frage, ob man sowas wie First Mate überhaupt braucht, wenn man sagt, man hat eh so viele Waffen. Denn ich würde lieber ein Upgrade für sowas für einen Arcanite Reaper oder ähnliches nutzen, anstatt für den Kollegen. Lass uns die mal ganz kurz raustun. Molten Blade ist drin, einfach weil wir hier da eine Möglichkeit haben, nochmal eine weitere Waffe zu bekommen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz nochmal. Shield Slam kann hilfreich sein. Amos Smith ist eigentlich hilfreich. Auch hier traurigerweise nur eine. Auch Shield Slam nur eine, war ja episch. Das ist das Problem, Rare und Epic kommen man so selten an welche, dass man häufig einfach in Probleme kommt. So, Battle Rage spare ich mal ganz kurz. Ich finde die Karten eigentlich nicht so pralle. Heroic Strike ist sehr, sehr aggressiv, aber vielleicht genau das, was wir brauchen. Jedenfalls müsste man vielleicht sogar überlegen, Rampage zu nehmen, um einfach zu sagen, hey, die Minions, die ich habe, können wir vielleicht nochmal so ein bisschen verstärken, um länger in der Hand zu haben. Gucken wir mal ganz kurz, wir haben sehr viel auf 2, wir bräuchten irgendwas auf der 3. Und da würde ich sagen, nehmen wir dann doch lieber den Tark Creeper. Anstatt diese Karte. Axe-Flinger tut uns hier nicht helfen. Arati Weaponsmith könnte man überlegen, um nochmal eine weitere Karte und einen Minion in dem Fall zu bekommen. Ja, und das ist natürlich die große Frage. Gerade vielleicht nochmal hier zu überlegen, einfach irgendwelche Karten zu haben, um dann auch noch ein bisschen mehr zu überleben. Ich würde überlegen, ob man den Tarlord ganz bewusst am Ende noch reinschmeißt. Lass mich einfach den mal ganz kurz so nehmen. Und wir nehmen aber noch den Tar Creeper mit. Um auch noch mal für früher was zu haben. Wir haben nichts für 6. Gucken wir mal ganz kurz, was wir so in dem Dreh kriegen könnten. Ob es da irgendwas gibt, was clever wäre. Ich meine, man könnte sagen, ja, sollen wir die Karten irgendwie kostengünstiger machen? Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Sylvanas könnte man ernsthaft überlegen, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Nämlich eine meiner Lieblingskarten natürlich gleich mit. Und die Frage ist, ob es sich ernsthaft lohnt. Wir brauchen irgendeine Karte, die clever ist. Vielleicht müssen wir nehmen... Oder wir nehmen ganz bewusst nicht die Tar Creeper, sondern... Lass mich nur auf die 3 rübergehen. Sondern wir wollen eher... Lass mich mal gucken... Ich habe leider den Namen nicht vor Augen. Genau, den Stonehill Defender. Denn das ist ein Minion, der uns weitere Minions mit Taunt geben kann. Ich denke, das ist gar nicht mal dumm. Die Frage ist, ob man vielleicht auch dort nochmal überlegt. Lass mich die nochmal raustun. Denn so nett ist es, diese Karten zu bekommen. Wir sollten vielleicht irgendwas nehmen, was uns ernsthaft mehr hilft.
Ich hatte mich erst auch kurzzeitig überlegt, ob man gerade sowas wie Bran Bronzebeard oder ähnliches mitnimmt, um zu sagen, hey, jetzt haben wir nochmal jemanden, der Battlecries doppelt ausnutzen kann, aber im Endeffekt nur für Stonehill Defender. Es könnte sich vermutlich lohnen, aber ist meines Erachtens trotzdem noch ein Ticken zu viel. Auch da überlege ich, ob sich das lohnt. Lass uns vielleicht auch mal die nochmal ganz kurz rausnehmen und lieber gucken, dass wir vielleicht nochmal so ein paar Early-Game-Sachen finden, die uns vielleicht mehr helfen. Natürlich diese Kombination für den Priester ist meines Erachtens gar nicht falsch, die beiden plus eine Möglichkeit, den Taunt zu geben. Da könnte man durchaus hier überlegen. Ansonsten gibt es irgendwelche Karten. Man könnte Slam überlegen, ob man das Ganze bewusst raus tut, aber auch hier ist es eine Möglichkeit, den Gegner Schaden anzurichten, plus halt eine Karte zu ziehen. Was fehlt uns? Wir haben nichts auf 6. Oder wenig auf 6, nichts auf 7. Aber ich denke, darauf sollten wir uns weniger konzentrieren, denn wir brauchen einfach Karten, die uns beschützen, während wir mit Waffen auf ihn einprügeln. No, goddammit. Yes. Okay, also sehr viel Taunt, Sylvanas, um zu hoffen, dass wir irgendjemanden auf unsere Seite ziehen können und Waffen bzw. Sachen, die uns HP aushelfen. Und Taunt, 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 Taunt. Probieren wir es. Ich kann euch nicht sagen, ob das ansatzweise clever ist. Gerash versus Deathbringer Sourfang. Victory or death! Come and face the might of the Scourge. Okay, die Karte will ich eigentlich ganz bewusst nicht in der Hand halten. Card Draw mit 5 Armor. Okay, behalten wir die in der Hand. Hoffen, dass wir da vielleicht irgendwas Gescheites kriegen. Okay, das geht. Oh, er hat nur 20 HP. Das macht es natürlich ein bisschen angenehmer. Ja, zumindest so ein bisschen. Ich weiß, wir haben hier eine Waffe, die wir eigentlich anderswertig nutzen sollten. When you play a card, remove the top 3 from your deck. What now? Die Karte verstehe ich überhaupt nicht. At the start of your turn, restore. Doof. Das kann ich jetzt gerade so überhaupt nicht gebrauchen. Hey, Molten Blade. Okay, das ist ein Anfang. Blood and plunder. Und in Kombination könnten die den umhauen. Okay, nevermind. Lass uns ins Gesicht gehen. Ich weiß, die stellen jetzt HP wieder her, aber so ein bisschen Schaden halt einfach anrichten. Ja, das ist natürlich so ein bisschen doof jetzt. Ja, mir fehlt es an Minions und ich will nicht diese Karte spielen. Na, es bricht uns ein bisschen das Genick. Und es war schön, jetzt mit dem einerseits anzugreifen. Die Möglichkeit, den umzuhauen. Und das soll man vermutlich auch machen. Ach so, klar. Minions können ja die nicht angreifen. Dementsprechend. Ich meine, ich bedanke mich dafür. So ist nicht.
Okay, was machen wir jetzt? Das Problem ist definitiv, der wird in der nächsten Runde angreifen. Das heißt, Sylvanas zum Beispiel rauszubringen, ist dämlich. Die würde nur draufgehen. Eine Waffe brauchen wir nicht unbedingt, um Heroic Strike einsetzen zu können. Lass uns mal Heroic Strike aufheben. Und einfach nur Hero Power nutzen. Oh shit. Well, double shit. Face the might of the Scourge! I call that a problem. Okay, auch hier wieder, das ist richtig doof, denn logisch ist natürlich, wir wollen den hier umhauen. Den bevor dem. Mein Problem ist nur, dass zum Beispiel Sylvanas spielen weiterhin nicht wirklich hilfreich ist, denn er würde einfach in den reinrennen. Und die Geschichte wäre gegessen. Der kriegt nur in Rage plus 2 einfach, genau. Lass uns ganz kurz hier einfach mal eine neue Karte ziehen. Oh, das war dumm. Okay, das war extremst dumm. Hätte das als erstes machen müssen einfach. Oh, wow. Mhm, okay. Ich komme nicht voran. Das ist mein großes Problem. Vielleicht müssen wir das einfach alles ignorieren, aber dadurch, dass ich auch nichts habe. Meine ganzen Taunt-Minions verstecken sich irgendwo am anderen Ecke des Decks. Das hilft mir alles so überhaupt nicht gerade. Nee, ich rechne, ich muss jetzt den 5-2er definitiv mit Execute ausschalten. Ich muss Arcanite Reaper nutzen, um den in der Mitte auszuschalten. Und dann habe ich auch schon nichts mehr. Und das sind alles Waffen, die man eigentlich fürs Gesicht nutzen möchte. Aber ich kann... Oh Gott, damit. Tja. Shut up! Kann ich den squelchen? Ernsthaft? Jede Runde irgendwas Neues rumgeheule dabei. Okay, lass uns gucken, was wir als erstes bekommen können. Meine Explosionen sind immer gut. Aber ich nehme ganz ehrlich gesagt eher die Karte. Ja, und da sieht man, da ist er wieder zu voller HP. Oh goddammit. Yep. Und damit richtet er 10 Schaden an. Unangenehm. Ich bräuchte irgendwas, was mir hilft. Nope, nicht wirklich, aber gut. Schwör mal, Sylvanas. Ich meine, wir kriegen damit so ein bisschen Board Presence. Nicht mit des... Ja, und das ist natürlich mein Problem. Ich habe nicht eine Übersicht, wie viele Waffen ich ernsthaft noch im Deck habe. Oh, shit. Auf den falschen. Nice. Obwohl falsch ist immer noch die doch falsche Aussage, oder? Oh, ich kann den da reinrennen. Ja, der spielt natürlich einfach eine Karte nach dem anderen. Ohne irgendwie dafür... davor Panik zu schieben. Okay, whatever, ist mir Wurst. Das hingegen sollte hilfreich sein.
nicht mal Möglichkeiten haben, angreifen zu können. Okay, Möglichkeit, Karten zu ziehen, whatever. Oh. Doch, ich will ihn Karten eigentlich ziehen. Ne, natürlich, wir wollen angreifen, damit wir halt seinen Kollegen hier bekommen. Er zieht zwar eine Karte, aber wir bekommen den jetzt. Das ist natürlich angenehm. So, Spielen wir das ruhig so. Ist zwar nicht ideal. Gerade für diese Karte hier. Okay, ich will eigentlich mindestens eine Karte ziehen, das ist ja klar. Aber ich will eigentlich versuchen, nicht extra Schaden zu nehmen. Dementsprechend, man könnte überlegen, hey... Obwohl, der meint, die haben ja alle zwei, der hat auch nur zwei. Also im Endeffekt kann der auch ruhig danach reinrennen, wenn wo sein sollte. Beziehungsweise, ich denke, ich sollte vielleicht eher hingehen, den für diese Runde ignorieren. Damit der gerade eben nicht einfach machen kann. Oh, und wir spielen auch nicht mehr. Okay. Auch das hätte man überlegen können, anders zu spielen. Aber oh wow. Wir haben noch 5 Karten. Ich weiß nicht, wie viele Waffen uns noch erwarten. Ja, spielen eine Karte, zack. Meine Frage ist natürlich, was passiert, wenn er keine Karten mehr hat? Ob er dann trotzdem Schaden nehmen würde? Ich gehe mal nicht davon aus. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier diese lustige Situation, dass ich keine Karten bekomme, die mir aushelfen. Yay, Tarn, brauchen wir nicht. Also machen wir das hier. Mal einfach sicherstellen, dass er nicht irgendwie die Möglichkeit hat, die Dinger irgendwie... Ach ja, stimmt, er ist ja dauerhaft immun. Hm. Egal was. Oh, nice, okay. Also, solange der jetzt sich auf einmal einen Full Heal irgendwo sich noch herzieht, sollte das gegessen sein. Nice. Halt, für eine lange Zeit sah das nicht gut aus. Aber das ging insgesamt in Ordnung. That was my favorite legendary. Now I have to dust him for something better. This is Lady Death Whisper. Before she got nerfed. Okay, was haben wir denn hier? Death Whisper has dragon napped Valitria. Save the dragon, save the world. Damage all enemy minions until they have one health. What? Okay, also falls wir nur ein Health Minions haben, dann sind wir gut dabei. Also im Endeffekt ein Rush Deck? You know what? Wir probieren einfach tatsächlich mal mein Murloc-Schamane. Ich glaube nicht, dass er funktioniert, aber, you know. Morgul versus Lady Death Whisper. What is this disturbance? My work here is not complete. Okay, damit kann ich arbeiten. Natürlich, Unite the Murlocs als Quest. Und 30-1. Can't attack or be attacked while damaged. Help me, champion. I must not give in. Death Whisper. I told you to finish off that dragon. For the leader of a death cult, you are taking your sweet time. Death.
Okay, also kann scheinbar wirklich jetzt so konstant angreifen. Okay, und fein. Ja, natürlich. Soll doch gucken, wie viel Mana ich habe. Ja, das war dämlich. Ja, und damit habe ich natürlich jetzt so ein bisschen das Genick gebrochen. Das Fiese ist aber auch... Genau. Achso, All Enemy Minions, nevermind, schon sogar dabei. Oh Gott, und wie komme ich denn an bitte dem Zeug vorbei? Wenn der wirklich halt auch Minions hat, die stark sind. Das hilft zwar nicht viel, aber whatever. Das Deck ist es halt nicht. Ja, natürlich. Die haben natürlich alle Karten aus allen Arten. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, wie ich das ernsthaft schaffen soll. Und zumindest nicht, keine Ahnung, wie man es mit diesem Deck machen soll. Ja, das Spiel ist natürlich genau richtig immer. Oh Gott. Oh hey, auch die Karte für mich. Super. Ist ja nicht so, als könnte ich damit was ernsthaft anfangen, aber oh wow. Ach so, die muss man nur auf 5 bringen. Hm, okay. Aber auch hier, also im Endeffekt brauchen wir ein Priesterdeck. Oder ein Deck, das einfach... Oh boy. Ja, okay, also die Geschichte ist hier gegessen. Gerade vor allem, weil dieser Blödsinn nicht ihn betrifft. Das finde ich leicht unfair. Deswegen hier, irgendwas zu spielen ist vollkommen witzfrei. Vollkommen interessant. Denn alles wird mit einem Angriff zerstört und der hat halt 5000 HP. Ja, also da brauche ich auch nicht weiterspielen. Konzept. Mit anderen Worten, wir basteln uns jetzt ein Deck, das funktionieren könnte. Was für eins es sein wird, müsste eigentlich Priester sein. Aber selbst da bin ich mir halt nicht sicher, wie das ernsthaft funktionieren soll. Denn jede Runde wird sichergestellt, dass ich nur ein HP habe. Und das ist bitterbös. So, wichtig. Wild. Überlegung ist gerade sowas wie Silence oder ähnliches zu haben. Circle of Feeling. Ich habe nur einmal Circle of Feeling. Okay, weißt du was? Aber weil wir damit wirklich Maximum an 5 erreichen könnten. Silence sollten wir dabei haben. Das müssten wir vielleicht überlegen tatsächlich. Oder das hier. Üblich allgemein hier HP herzustellen. Das müssen wir eigentlich auch schon fast überlegen. Einfach nur zu sagen, hey, ich habe die Möglichkeit, konstant HP herzustellen, wenn der Gegner irgendwie am Start wäre. Das würde ich überlegen. Gucken einfach mal allgemein, was man so kriegen kann, was sich lohnt. Ja, das lohnt sich zum Beispiel überhaupt nicht. Aber weil dafür wir Lightwells vielleicht... Obwohl, die Lightwells gehen ja auch halt super schnell drauf. Silence of Friendly Minion. Lohnt sich das für den Drache? Wenn man einfach dem Drache den Mund schließt? Das müsste eigentlich schon fast funktionieren. Obwohl ich dann Angst habe, dass der Drache drauf geht, nachdem ich ihn... Ja, das sollten wir vielleicht nicht machen. Heben und Silence wirklich für Karten auf, die gefährlich sind. So, was lohnt sich noch?
Meine, den Drachen kopieren wäre lustig. Mass Dispel sollten wir machen. Um da auch so ein bisschen die Gegner zu entfernen. Holy Nova könnte diesbezüglich helfen. Das müsste helfen. Ja, ich bin also wirklich einfach nur ein Deck, das heilen kann. Das irgendwie die Möglichkeit hat, konstant HP herzustellen. Halt mal auch das überlegen. Oh, nur eine Karte. Entomb vielleicht tatsächlich. Okay, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob es irgendwelche weiteren Health-Karten gibt. Die Restore 2, das können wir frei auswählen. Swap würde uns das Genick brechen. Restore 3 Health würde uns nicht helfen. Also wir müssen mindestens 4 haben. Wenn wir 4 herstellen können, sind wir gut dabei. Alles drunter hilft uns dann wiederum nicht. Das wird lustig. Das wird wirklich, wirklich lustig. Denn in der Sekunde, in der meine HP alle ist, oder die Karten, die HP herstellen können, alle sind, habe ich verloren. Automatisch. Denn jede Runde wird seine HP auf 1 zurückgesetzt. Selbst da könnte man sagen, die Clerics bringen es nicht. Selbst das könnte man sich in der Theorie sparen. Das wäre lustig, aber auch die Karte geht zu schnell drauf. Ich könnte überlegen, zum Beispiel Medivh und halt Free from Amber oder ähnliches zu probieren, aber auch das hilft alles nicht. Das ist nicht selbstverständlich gerade. Ansonsten, das können wir auch mal wieder wegmachen. Ich bräuchte irgendeine Karte, die ganz simpel heilt. Ich meine, man könnte sie ganz bewusst nochmal irgendwie mitnehmen, aber auf der Hoffnung, dass wir damit irgendwas kriegen würden. Einfach nur ein Minion. Selbst wenn der halt nicht so interessant ist. Oder wir müssen vielleicht sogar tatsächlich sowas wie Reno Jackson überlegen, aber halt, dafür haben wir zu viele doppelte Karten. Also ich bräuchte eigentlich bei weitem mehr Karten, die heilen. Prophet Valen wäre natürlich zum Beispiel sehr interessant, weil ich dann einfach 4 heilen könnte, aber ja, ich gehe nicht hin und crafte eine legendäre Karte, die ich zum Beispiel aktuell nicht craften könnte. Nur um das so zu erhalten. Das hilft mir alles so überhaupt nichts. Die einzige Situation, die mir vielleicht noch einfällt, ist Hero Power. Was wir ganz bewusst sagen, wen können wir zurücklassen? Lass mal den Schrinkmeister rausnehmen, da bringt nichts. Und wir nehmen 2 Saboteure mit, damit können wir nämlich seine Hero Power extremst teuer oder sogar zum Teil unnutzbar machen. Und das könnte uns vielleicht auch nochmal so ein paar Runden rüber retten. Tranda versus Lady Death Whisper. Elune, give me strength. What is this disturbance? Okay. Damit haben wir hier eine Karte, wo wir gleich herausfinden werden, ob wir von Anfang an diese Karte nutzen könnten, wenn wir sie voll heilen. Minion ist auf dem Feld, also theoretisch müsste man sofort damit angreifen können. Antworten probieren wir es. Mal hingehen. Das könnte jetzt hier wirklich sofort. Nice. That dragon will undo all we've wrought. Destroy it, Death Whisper. Hat lang gebraucht, Spiel. Also wie gesagt, DDoS ist hier halt ein Problem aktuell. Und dementsprechend ist alles super langsam. Ja, und das hat jetzt das Problem. Heilen bringt es eigentlich nicht wirklich. Aber auch zu zeigen, wie gesagt, ich will die Karte jetzt ganz bewusst nicht spielen, denn es bringt uns nichts. Im Endeffekt müsste ich jetzt hier bis Runde 8 warten, um das so zu kombinieren. Ja, wenn man sieht, sofort wieder einsetzt, sofort wieder runter. Das hilft also überhaupt nicht weiter. Dr.
War das zu früh? Das war vermutlich zu früh. Eine Sekunde, in der irgendwas mit Tone spielt, habe ich schon eigentlich geschissen. Ja, jetzt ist natürlich mein Problem. Eigentlich müsste ich jetzt eine weitere Runde damit verbringen, Minions zu zerstören. Um den einfach so ein bisschen zu verlangsamen. Goddammit, hör doch auf damit. Vor allem das übt das, dass er jede Runde. Jetzt müsste ich eigentlich schon den mir klauen. Einfach nur zu hoffen, dass ich irgendwie HP herstellen kann. Was nur ein Minion. Oh boy! Das Lustige ist vor allem, wenn ich 2 HP herstelle, ist es nicht... Doch, es ist genug. Never mind. Oh nice, dann haben wir hier natürlich eine sehr schicke Kombination. Und dann sollten wir nächste Runde das hoffentlich gewonnen haben. Hoffentlich. Why isn't Arcane Explosion in your deck? Also, das ist natürlich ein enger Kampf, weil man den Gegner eigentlich schon fast ignorieren muss. Nice. Damit haben wir, dadurch, dass wir die Lower Citadel besiegt haben, ein Deck bekommen, ein Pack bekommen. You seek to turn my power against me. Hold fast, while I net deck something that will forever shroud this world in darkness. Ja, zugegeben, natürlich immer leicht merkwürdig zu sehen, dass Hearthstone immer so ein bisschen humorvoller als die als World of Warcraft im Endeffekt gehalten ist. Aber ich denke, das geht durchaus in Ordnung. Okay, machen wir noch das eine Pack auf. Und dann kommen wir zum Ende von dieser Woche. Hat ganz schön lang gedauert insgesamt. Weil, dass man halt Decks halt erstellen muss. Ist es halt einfach so. Despiger, give a friendly man immune. Das ist meistens gar keine so schlechte Karte. Das ist eine durchaus interessante Karte, weil man tatsächlich halt die Attack erhöhen kann oder den Damage erhöhen kann und damit auch definitiv mehr Lifesteal bekommt. Waffen ziehen ist interessant. Diese Karte ist interessant, obwohl ich noch nicht weiß, wie wirklich gut. Und Spreading Plague ist eine interessante Karte, falls man irgendwie aufholen muss, wenn man hinten liegt. Okay, damit kommen wir zum Ende von der ersten Woche. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Woche wiedersehen können. Bis dann.